Willkommen zu einem neuen Format auf diesem Kanal. Und zwar Challenges. Das habe ich mir eben so spontan überlegt, dass ich hier Challenges mache. Und zwar verläuft das ganze Format so. Ich habe mir jetzt die erste Challenge, habe ich mir selber ausgedacht. Und ihr könnt mir in die Kommentare weitere Challenges schreiben, egal. Ich nehme mal Luigi. Wenn er wirklich höher springen kann, dann brauche ich ihn auch in dieser Challenge. Ja, und zwar schreibt ihr mir in die Kommentare, egal welches Spiel, von Mario bis Assassin's Creed, keine Ahnung, Unity, also egal welches Spiel, auch wenn es machbar ist, werde ich diese Challenge machen. Ihr könnt in die Kommentare schreiben, wenn ihr Ideen habt für Challenges. Die erste Challenge habe ich mir ausgedacht, und zwar muss ich Level Welt 8-3 mit Luigi oder mit Mario, ist egal, ohne diesen regulären Sprung schaffen. Und ich darf auch nicht schnell laufen. Also X so schnell laufen. Ich darf normal laufen, aber ich darf solche Sprünge machen. Solche darf ich machen, zum Beispiel. Oder solche. Und Weitsprünge. Die darf ich alle machen. Aber jetzt, den hier darf ich nicht machen. Und der, ab jetzt gilt die Challenge. So. Und Leute, das ist gar nicht so einfach. Oh fuck. Ich darf hier auch nicht schnell rennen. Das heißt, die Sprünge sind nicht so. Also, popelleicht ist es auch nicht. Vor allem da gleich. Das ist nicht wirklich leicht. Aua. Oh Gott. Jetzt. Yes. Aber ich darf ja nicht schnell laufen. Okay. Oh Gott. Okay, das ist die Halbzeit. Oh, nein, ich bin. Oh, ich habe einen regulären Sprung ausgeführt. Verdammt. Das ist ein normaler. Mann, da war die Halbzeit. Wie ärgerlich. Und zwar, um die Challenge etwas schwieriger zu machen. Ich darf die Halbzeitfahne nicht berühren. Okay, doch. Ich weiß ja nicht, ich habe nur bis zur Hälfte des Levels ausprobiert. Aber die Challenge ist echt hart. Ohne zu laufen und den normalen Sprung auszuführen. Oh Gott! Ich hab doch auf R gedrückt. Oh Gott. Nein. Das ist furchtbar. Ich geh's auch gleich Game Over. Ist egal. Ist mir egal. Keine Wohnung. Ist mir egal. Oh Gott. Oh nee, Leute. Das war mal ein Weitsprung. Ich darf nicht schnell rennen. Okay. Nee, es ist besser, wenn ich hier drauf. Ich hab auch auf R gedrückt. Ey, das könnte echt zum Problem werden. Da muss ich halt erst R drücken und dann den Weitsprung machen. Vielleicht akzeptiert er das dann. Ja, toll. Okay. Ich darf auch nicht X drücken, damit ich irgendwie schneller bin oder so. Wie lange geht das Video eigentlich schon? Okay, 4 Minuten. Okay. Und sagen wir, ich muss die Challenge innerhalb von, keine Ahnung, 10 Minuten schaffen. Ist es ein Deal? Oh mein Gott. Ja, ich benutze die jetzt trotzdem, weil ich unfair bin. Oh Gott. Ich brauche 4 Münzen, damit ich mich noch am Leben erhalten kann. Wie viel sehen die Roten? Gott. Gib mir ein Leben. Ja.
Gott, ist es hart. Alter. Okay. Nein, 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 nein. Alter. What? Nein. Ich war doch so weit. Oh Gott. Ey Leute, das ist hart. Okay. Nein. Okay. Nein. Oh Gott. Das ist echt zum Kotzen. Also ich würde jetzt fast sagen, ich muss die Challenge so machen, dass ich nicht Game Over gehen darf. Ich bring mich um. Oh mein Gott. Warum führe ich auch einen regulären Sprung aus? Also das sagen wir... Okay. Also die Challenge geht jetzt so, ich muss sie innerhalb von 10 Minuten schaffen. Jetzt ist auch die Halbzeit weg, ne? Ah, verdammt! Und ihr müsst dann auch schreiben, ob ich in 10 Minuten schaffen muss, ob ich irgendwie 4 Versuche habe oder so. Ich habe jetzt gesagt, in 10 Minuten. Ich hasse dich, Luigi. Mann. Also, in 10 Minuten ist für mich Schluss. Das ist etwas hart. Ich dachte, die Challenge kriege ich gut hin, aber die ist echt richtig hart. Okay. Also echt, wenn ihr Challenges habt, die ich machen kann, egal welches Spiel, dann schreibt's in die Kommentare, denn ich würde gerne sowas öfters machen. Denn das macht Spaß. Warum machst du den Stampfattacke? Da war die Halbzeitflagge. Oh, fuck, 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 ich habe nur noch 2 Minuten. Das muss jetzt klappen. Oh Gott. Ich muss wirklich schnell machen. Ansonsten wird das hier nichts. Und es könnte auch sein, dass das hier jetzt wirklich der letzte Versuch ist. Ich glaube, ich habe schon verkackt. Ist es noch machbar? Ist es noch machbar? Ich glaube eigentlich schon. Müsste sein. Oh Gott. Mann. Boah, das Level ist so hart. Ohne regulären Sprung. Mit dem normalen Sprung ist es ja richtig leicht. Dann schaffe ich das auf jeden Fall fast. Warum machst du regulären Sprung? Ey, das war's. Ich hab verkackt. Ich schaff das Level niemals. Nur mit diesen Sprüngen in 1,5 Minuten. Das kann ich knicken. Ich hab's versaut. Verdammt. Erste Challenge verkackt. Ich habe mir auch überlegt, Strafen zu machen. Aber ich habe geplant, ich zeige mich im 30 Abonnenten Special. Mal gucken, ob ich mich zeige. Aber sagen wir so, die Chance besteht zu 80%, dass ich mich im 30-Abo-Special zeigen werde. 80%, Leute, nicht 100. Der Thursday TV hat's ja getan. Voll mutig von dem. Oh Gott. Boah, ich bin so ein Assi. Das gibt's doch nicht. Nein, warum drücke ich den R? Und ja, Leute, ist das nicht machbar? Ich habe die erste Challenge verkackt. Ja, also wenn ihr Challenges habt, dann schreibt's in die Kommentare. Ja, wenn ihr Challenges habt, dann schreibt's in die Kommentare mit den genauen Regeln, damit ich sie auch machen kann. Wenn da jetzt steht, schaffe das Level ohne Waldsprung, dann habe ich ja unendlich Zeit oder was. Also, ihr müsst
konkrete Challenges in die Kommentare schreiben, damit ich sie machen kann. Ich freue mich auf eure Antworten. Ich hoffe, dieses Format gefällt euch. Bis zum nächsten Challenge-Video oder bis zum nächsten Let's Play. Keine Ahnung, was ihr euch gleich von... Ja, bis irgendwann, Leute. Tschüss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Im Luigi anscheinend nicht. Ja, guck mal. Guck mal da. Okay, dann tschüss.